Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Die letzte halbe Stunde der Aufnahme, die ich jetzt noch machen werde, bevor ich einen Cut mache, weil der Tag sich dem Ende neigt. Wir wollten in der Folge anfangen, Industriepark zu bauen. Sieht ja auch schon ganz gut aus. Wollten dafür aber jetzt erstmal das Raumschiff gleich wieder wegschicken. Wie man sieht, haben wir keinen Platz im Inventar, aber hey, das ist so eh völlig überbewertet. Da sind die Rahmen, dann brauchen wir 3 von denen und die 25, wo haben wir die? Haben wir die vergessen herzustellen? Nein, ich doch nicht. Ich vergesse sowas nicht herzustellen. Das könnt ihr mir nicht unterstellen. Nee, habe ich glatt aus den Augen verloren. Brauchen wir noch. Und dann schicken wir das gleich mal wieder weg. Chicken McNuggets. Boah, da könnte ich auch jetzt drauf. So, wo ist es? Sehr schön. Milestone reached. R&D included your pocket dimension and have provided an improved Xeno Zapper with increased strength and range. So. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Umbau an. Das wird gar nicht so einfach, denn wir müssen erstmal die Taschen wieder leer kriegen. Wahnsinn, wir haben einen Übervorrat. Wer hätte das jemals für möglich gehalten? Da sind noch mehr gewesen. Ich sollte vielleicht mal sortieren. Ist vielleicht ein Ticken einfach alles. So, den Treibstoff brauchen wir auch nicht, der kann auch weg. Eigentlich kann das alles erstmal da rein. Und den habe ich übersehen. Was soll's? Weg damit. Oxid. Ciao. Ciao, Bella, ciao. Gut, damit können wir gerade so leben. Das ist okay. Hier, die brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Habe ich irgendwas weggetan, was ich brauche? Nö, den Schlagstopp packe ich scheinbar an. So, dann haben wir ein bisschen Inventarplatz, denn das ging mir ein bisschen auf den Zwirn. Und ich würde jetzt, wenn wir hier den schon haben, den Mine 1 ist nett. Der ist nett. Achso, wir müssen mal hier gucken. Ich würde gern schon den 2er nehmen dann. Und den versuchen wir, ups, den versuchen wir jetzt mal zu machen. Den will ich einmal haben. Das bekomme ich. 10 Kabel brauchen wir dafür. Dreh dich nicht so schnell. Wobei das gerade Blödsinn ist, was ich mache. Das machen wir gleich. Wir müssen gucken. Wir fangen an. Wir brauchen erstmal Container. Ich möchte jetzt erstmal 10 Container machen. Mir egal, was wir brauchen. Ich möchte sie herstellen. Dafür brauche ich 100 Rods und 100 Platten. Okay. Das kriegen wir hin. Also 100... Ich krieg's nicht mehr hin mit dem Deutsch. Tut mir leid. Ich kann nicht mehr Deutsch. Das ist mir ein Fremdwort. Was ist Deutsch? Ich bin Bayer. Ich kann kein Deutsch. Na, Spaß. Na, ein bisschen Spaß muss sein. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich würde sagen, so, das sieht perfekt aus. Dann 1, 2 und 3. Hier dann wieder. So, dann 1, 2, 3 hier dann wieder. Und außen. So, das ist erstmal der Input. Der Input für 4 Dinge. Krass, oder? Alter, cool. Okay. Wir machen es erstmal um Lagerplatz. Wir können die wieder abbauen, wenn wir sie brauchen. So, dann haben wir die erstmal stehen. Wir brauchen nur die unteren. Das ist, boah, wie geil das aussieht. So, wir brauchen nur die unteren. Jetzt müssen wir mal weiter gucken. Wir brauchen 4.
4 von Produktion. Die Schmelze ist nett, die Gießerei ist besser. 4 Stück davon. Das heißt 32 Beton, ganz ehrlich, wir nehmen mal einen Huni mit. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Also schon, wie viel wir brauchen, aber vielleicht brauchen wir für die anderen Sachen noch was. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die herstelle. Das sind Dinge, die haben wir noch nie hergestellt. Ach, das ist Stahl. Das ist diese Stahlgeschichte. Dafür brauchen wir mindestens eine Manufaktur. Mindestens eine. Komm mal her. Boah, ich bekomme die Krise, ne? Wir nehmen mal alles raus, was rausgeht. Wir holen noch mal Kohle. Wir holen das jetzt gleich mal. Wir werden hier noch nicht so viel schaffen. Es wird, glaube ich, auch länger als 2 Folgen dauern, wenn ich ehrlich bin. Also cool ist das mit dem Übereinander. Es gibt bessere Container noch später. Oder haben wir die sogar schon? Nein. Noch nicht. Aber es werden bessere kommen. Aber die brauchen wir jetzt nicht für den Eingangsrohstoff. Dafür können wir die erstmal verwenden. Dann holen wir uns ein paar Stacks Kohle. Das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Da hinten sind schon die Schornsteine. Voll cool, wie weit man hier gucken kann. Und trotzdem ist es so performant. Ja, also wie gesagt, es ist jetzt der Spatenstich sozusagen für die Lagerhalle. Gut, haben wir natürlich mit dem Fundament vorher schon theoretisch gesehen gemacht. Aber praktisch gesehen machen wir es jetzt. Mal aufpassen, dass wir hier nirgends runterspringen aus Versehen. So. Ich finde es witzig, wenn man springt, dass man in Luft anhalten kann. In Wirklichkeit ist es natürlich nicht so. Alter, hier ist alles mit Kohle verstopft. Komm mal her, mehr brauchen wir auf gar keinen Fall als das. Das passt schon. Ich sollte aufpassen. Ich habe ein bisschen... Das ist ein bisschen unklug hier so zu haben. Wenn wir da runter segeln, das war's. Boah, wir müssen uns hier was einfallen lassen. Die Gefahr, dass man hier ein bisschen leichtsinnig wird, ist gar nicht so gering. Und wenn wir überlegen, was unter uns ist, wird es lustig. Wie wir sehen, Kohle machen wir also genug. Also es hört sich falsch an, aber ich meine Kohle. Ja, also den Rohstoff Kohle machen wir genug, fördern wir genug. Und wir müssen mal gucken, wir müssen dieses Schmelzending jetzt mal bauen. So, dass wir da Stahl herbekommen. Ja, wir sind doch noch nicht so weit vorbereitet, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, wir ziehen die Halle jetzt einfach mal so schnell hoch. Und das ist ja noch eine Pipifax-Halle. Ja, also das ist wirklich, das ist genau die Größe meiner ersten Halle. Also das finde ich jetzt nicht riesig oder so. Und wie gesagt, hier habe ich es gemacht, dass wir mit Fahrzeugen hoch können. Für den Fall der Fälle, dass man es mal braucht. Ich weiß nicht, ob man es jemals braucht, aber es sieht auch cool aus. Also alles gut. Müssen wir mal ganz kurz... Was wollten wir jetzt machen? Dieses Ding bauen. Wenn wir dieses Ding bauen... Wir brauchen 3 Rahmen. Dafür brauchen wir 9 gefaltete Stahl. Weißt du was? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was brauchen wir noch? Die Dings haben wir. Dann brauchen wir diese Rotoren 4 Stück. Rotoren, wo haben wir sie? Eins, zwei, drei, vier sind's. Wenn wir 4 haben, brauchen wir wie viel Schrauben? Ich habe keine. Vier Rotoren.
können wir das schon mal abhaken. Was fehlt uns hier? 9 Stück brauchen wir. Wir machen das jetzt Step by Step gleich. Was weg ist, ist weg. So. Haben wir auch. Wunderbar. Dann brauchen wir diesen modularen Rahmen. Können wir machen. Wunderbar. Hui. Und schon können wir es herstellen. Perfekt. Wie sieht es strommäßig aus? Alles im grünen Bereich. Das Ding stellen wir mal, so spaßeshalber. Stellen wir den hier hin. Ah, die 10 Dings fehlen. Oh, jetzt die Performance gerade einen Ticken runter. Aber ich möchte auch wirklich erwähnen, dass wir hier natürlich auch aufnehmen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das tut man nämlich ganz gerne mal, aber das frisst natürlich unendlich Ressourcen. Und es ist eine Early Access Version. Also es kann mal, also bis eben, die ist ja wirklich mega performant. Da kann das schon mal hier und da auch ein Zug lang gehen. Das ist vollkommen okay. 10 Stück von den Kabeln. Haben wir. Können wir auch da raus. Spielt eigentlich keine Rolle, weil hier soll es ja hin. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Und zwar möchten wir den hier. Der müsste das sein. Wir probieren es aus. Den stellen wir nur so hin. Der ist rudimentär nur wichtig. Genau. Und der kann jetzt so Sachen herstellen. Okay. Ich verstehe. Aber der kann nicht. Der ist nicht richtig. Doch, den brauchen wir. Was bist du? Stahl. Aber wie stellen wir Stahl her? Eisen ist ja klar. Stahlbienen. Hier stellen wir es her. Durch Stahlbarren. Stahlbarren werden aus Eisenerz hergestellt, das mit Kohle geschmolzen wurde. Das Eisenerz, was aus Kohle geschmolzen wurde. Also brauchen wir eigentlich eine Schmelze. Verstehe ich das richtig? Wie gesagt, wir müssen das probieren. Ich habe keine Ahnung. Das würde ja bedeuten, Eisen, Eisenerz. Ist das richtig? No power. Eisenbarren, das ist ja auch nicht richtig. Nee, das kann es auch nicht sein. Ich hätte gedacht, dass das hier ist, weil das zusammenführt. Also hier können wir auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal sehr wichtig. Also ich glaube, wir schaffen diese Folge gar nicht, das, was ich mir vorgestellt habe. Ach so, hier brauchen wir... drei von denen. Ich glaub's ja nicht. Jedes Mal ist irgendwas. Wenn wir 3 Verstärkte brauchen, brauchen wir Schrauben. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal. Was macht der denn? Ah, hier haben wir's doch. Stahlrohr. Es fehlen die Stahlbarren. Also wir können mit denen natürlich Stahl machen, das verstehe ich schon. Aber warum kriegen wir... Womit soll das gehen? Was
habe ich übersehen? Irgendein Schritt fehlt mir. Irgendwas fehlt mir im Kopf. Wahrscheinlich kann ich es einfach herstellen. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon gesehen. Aber ich finde nichts. Wie stelle ich Stahl her? Stahlbarren. Ja. Okay. Ich hab euch auch lieb. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Könnte man eigentlich auch mal eine Schnecke reinpumpen da. Strom sollte kein Problem sein, oder? Der dürfte jetzt zwar hochschießen, aber ja, das passt. Die Bänder sind nicht schneller als eigentlich ist es so. Das drin ist egal. So, jetzt stellen wir mal Stahl her. Meine Güte, bis ich das gecheckt habe, ist ja Ostern und Weihnachten vorbei gewesen. Auch das müssen wir natürlich dringend automatisieren. Das geht gar nicht, dass wir hier sowas noch herstellen müssen. Das ist unter unserer Würde. So. Ja, es dauert halt ein bisschen. Eigentlich bräuchten wir noch mehr Stahl. Aber gut, wir können jetzt nicht alles machen. Komm, wenn es einmal da sein sollte. Ein Huni ist noch da, den machen wir noch. Das war doch mit dem Stahl jetzt schnell vorankommen. So. Gut, dann haben wir Stahlbarren. Muss man natürlich wissen, warum die Barren nicht alle oben sind, verstehe ich nicht so ganz. Ist so ein bisschen sortiert. Das System musste man erstmal checken, dass man Barren hier unten suchen muss. Fein geschmolzen werden. Ich bin davon ausgegangen, dass, naja. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Von dem brauchen wir erstmal 56 für die Gießerei. Für eine Gießerei. Ne, für vier. Okay, das wäre auch teuer gewesen. Und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, es fehlt uns eine Sache, und zwar Inkseid Instralbin. Was auch immer das ist. Das ist das hier. Okay. Wir brauchen 12. Bei 10. Oh, ich glaube, das reicht nicht. Nee. Müssen wir noch mehr machen. Nee, ist ja kein Problem. Reicht genau. Was für ein Glück. Und wir sind wieder eine Menge platzlos. Meine Güte, das war auch eine schwere Geburt. Und ich hoffe, dass wir es jetzt brauchen können.
Ja, da haben wir doch ein bisschen den Grundstein gelegt. Jetzt geht's nämlich los. Alter Falter. Die Gießerei. Ich würde die gern bauen. Die hat zwei Eingänge und einen Ausgang. Ist es das überhaupt, was ich will? Wir gucken mal. Okay. Das hätten wir uns schenken können. Gut. Das brauchen wir nicht. Alles gut. Wir haben es wenigstens gemacht. Also es reicht die einfache Schmelze. Definitiv. Ach so, wir haben hier, ja genau, wir haben Container und dann geht's los. So. So, dann haben wir das erstmal. Die ganz normalen Sachen. Dann geht's weiter. So. Das ist schon krass, was wir hier machen. Zack, haben wir auch. Heftig. Wirklich heftig. Und danach brauchen wir wieder vier Container. Da brauchen wir die Container wieder. Okay. Ja, sehr schön. Dann werden wir die hier auch los. Das ist gut. Logistik, Container. Wobei wir da echt bessere haben könnten. Nee, die sollten wir auch nicht nehmen. Das ist doof. Warum ich das jetzt auch immer gemacht habe. Ich will mal gucken, was brauchen wir für die besseren Container. Es gibt es bessere und wir sollten da schon gleich die guten nehmen. Wir müssen das alles sonst wieder manuell umrüsten. Kann das sein, dass die immer mehr verdreckt oder täuscht das? Den brauchen wir. Komm mal, was wolle, wir brauchen das. Den müssen wir jetzt machen. Wir schaffen das nicht mehr ganz in der Folge. Wir werden mal gucken, was wir schon haben und was nicht. Hier wird es sehr eng. Das sieht viel aus, ist es aber nicht. Wir gucken mal, was möglich ist. Dann guck mal. Zack, und jetzt müssen wir 300 kriegen wir nie. Doch, kriegen wir hin. Ich dachte schon, aber wie gesagt, viel haben wir da nicht mehr über. Der ganze Draht aufgebraucht. Das ist der heiße Draht sozusagen. Aber haben wir schon die Hälfte geschafft. Das ist schon mal gut. Ach, ist das schön. Ja, und dann würde ich sagen, ja, ganz schaffen tun wir es nicht. Nee, die Rahmen und der Motor vor allen Dingen, der wird schwer. Ah, da haben wir noch was vor uns. Es wird nicht langweilig. Ja, die Gießereien haben wir. Die können wir löschen. Die brauchen wir nicht mehr, die Anzeiger. An der Seite sehe ich gerade. Das machen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal eins nach dem anderen. Step by step. Oh, baby. Boah, das war ein cooles Song. 90er Jahre, ich sag's euch. Das beste Jahrzehnt. Behauptet jeder von sein, ich weiß. So. Dann haben wir das. Jetzt brauchen wir diese Rahmen. ...25 von diesen fucking Motoren. Alter Falter. Willst du mich veräppeln? 100 Rotoren. 100. Und dann brauchen wir diese anderen.
Stadttoren auch 100. Ja, und jetzt sieht man halt, was so ein bisschen das Problem ist. Dass wir gar nicht genügend Ressourcen haben. Aber ich will das unbedingt so haben. Es macht keinen Sinn, da ein neues Lager aufzubauen. Ich hätte da eine Idee, fällt mir gerade ein. Warte mal. Ich hab da eine Idee. Und die tut auch garantiert nicht weh. Außer in den Ohren, wenn ich so schief sing. Ach ja. Da holen wir uns die Erze jetzt raus. Fürs ganze Stahl. Und da könnten wir eigentlich auch noch einen bauen. Machen wir auch. Gar nicht lang quatschen. Sind wir ehrlich, es ist sonst eine Katastrophe. Zack. Und darum werden wir jetzt auch hier viel mehr anbauen müssen. Man sieht das. Das ist krass. Also wir müssen hier viel, viel mehr anbauen. Das hier ist nett, was wir haben. Aber nett ist der Bruder von gar nichts. Also da werden wir definitiv noch... Boah. Und bis wir die Halle fertig haben, wahrscheinlich habe ich das Spiel durch, bevor ich die Halle durch hab, fertig habe, kann passieren. Kannst du nichts gegen machen. Ja, allein die Schrauben, 2200 Schrauben, Alter. Boah. Gut, ich würde sagen, liebe Leute, ich, ja, ich höre jetzt erstmal auf. Nicht, weil mir die Lust vergangen ist, sondern weil ich wirklich aufhören muss. Und ich würde sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Für mich vergehen in Real Life ein paar Tage. Das heißt, ich hoffe, ich vergesse nicht, was ich machen wollte. Allerdings ist es ja oben alles drin. Und ja, wir schauen mal. Also ist schon cool hier, muss ich sagen. Wir müssen mal gucken, ob eins mit dem Fahrzeug überhaupt reicht oder ob man zwei Rampen machen muss. Das heißt, wir sollten nochmal ein Fahrzeug hinstellen, das probieren, bevor ich jetzt hier endgültig baue. Und dann sieht das schon recht beachtlich aus, würde ich sagen. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Euer Zellron, gehabt euch wohl. Macht's gut, ciao.